Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Rituals 3D Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Er kostet, ich glaube, 89,95 €. Und den kann man bei Rituals kaufen. Entweder im Rituals Online-Shop oder bei den Läden. Ne? Ich habe den online bestellt, weil wir hier keinen Rituals Store in der Nähe haben. Ich glaube, ich habe den ein bisschen falsch zusammengebaut, denn ich habe diese Lichter zwar irgendwie dran gemacht, aber man sieht sie nicht wirklich. Keine Ahnung. Aber naja, und ich muss immer so ein bisschen hintenrum wühlen, bis ich zu einem Anmachteil komme. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Keine Ahnung. Aber ich finde ihn wunderschön. Es ist so ein richtig schönes Weihnachtsdorf. Und es ist auch das erste Mal, dass ich diesen 3D super teuren Adventskalender von Rituals auspacke. Aber ich will nicht lange quatschen. Wir starten mit der Nummer 1. Hier steht drauf, der erste Sonntag, aber ich glaube, der erste Adventssonntag ist nicht am 1. Dezember. Das ist aber nicht schlimm, die holen quasi nach. Hier haben wir drin, mit ein bisschen Papier, eine Kerze. Und das ist die Sweet Jasmine von Rituals. Hier steht nicht drauf, wie viel Gramm hier drin enthalten sind. Aber das ist, ja, die erste Kerze. Und die haben wir halt immer in den Rituals Adventskalendern drin. Und ich mag den Duft von Jasmin voll gerne. Aktuell unser Duft für unser Kissenspray tatsächlich. Die Nummer 2 ist ein bisschen größer. Man sieht dieses, was hier unten drunter ist, gar nicht, wenn man den Adventskalender so stehen sieht, ne? Weil das quasi reingesteckt wird. Und hier haben wir einen Raumduft drin, richtig cool. The Ritual of Sakura. Ein Home Perfume Rice Milk in Cherry Blossom mit 50 ml. Richtig geil. Also die ein oder andere verwendet das dann auch nur so in expliziten Räumen, um da einen gewissen Spa-Moment zu machen. Ich weiß gar nicht, wer das letztens erzählt hatte. Ich glaube, Nicole war das, ne? Nicole Nina Wien. Ich werde mir das aber tatsächlich, weiß ich nicht, auch vielleicht fürs Badezimmer, vielleicht fürs Wohnzimmer, Schlafzimmer, ich weiß nicht, aber ich liebe diesen Duft. Die Nummer 3. Hier stehen noch schöne Sprüche auf Englisch drauf, aber die werde ich jetzt mal nicht vorlesen. Hier haben wir Serendipity. Das ist wohl eine neue Reihe jetzt von Rituals. Hatte ich nämlich letztens gesehen, als ich in München bei Dalton war. Da sind Nicole und ich auch so ein bisschen durch die Innenstadt von München geflaniert, kann man so sagen, ich weiß es nicht. Und da stand das halt ausgeschildert, ne, an den Stores drauf, beziehungsweise ausgestellt. Und bei dem 2D-Adventskalender fand ich das ein bisschen blöd, weil ich das noch nicht zuordnen konnte. Jetzt weiß ich aber, dass es eine neue Reihe ist. Hier haben wir ein Opulent Foaming Shower Gel mit 50 ml drin. Und so kann man auf jeden Fall die neue Reihe mal ausprobieren. Das riecht nach Sacred Oils Elixier Gedönsen. Ja. Die Nummer 4 möchte uns Weihnachtsharmonie bringen. Und das möchte sie mit Handcreme. Yay! The Ritual of Ayurveda Instant Care Hand Lotion. 70 ml sind hier drin. Ja komm, eine Handcreme darf auch bei einem Rituals Adventskalender nicht fehlen. Die riecht auch sehr angenehm und das ist eine von denen, was halt diese Instant Care Geschichte ist. Ich glaube, das ist die, die relativ lange braucht, um einzuziehen, oder? Was sich in der Nummer 5 befindet, können wir uns wohl denken. Hier steht nämlich auch drauf, The Second Sunday. Das heißt, hier ist dann wirklich der zweite Adventssonntag und dementsprechend haben wir hier auch eine Kerze drin. Das ist jetzt die Imperial Rose Kerze. Auch ein ganz, ganz toller Claudi-Duft, ne? Ich liebe Rose. Oh. Wow, ja. Mega. Trotz Schnupfen rieche ich die ganzen Produkte von Rituals nämlich echt noch durch. Zu Nikolaus dürfen wir dieses Tannenbäumchen aufmachen. Und hier haben wir drin Spring Love, The Ritual of Holy, ein White Lily and Peach Blossom. Was bist du denn? Happifying Body Mist. Okay, 20 ml. Ja, sowas verwende ich eher weniger, würde ich, wenn dann zweckentfremden als Raumspray. Aber dafür ist es halt auch irgendwie zu schade. Heißt, ich werde das von irgendwem in meinem Familien- und Freundeskreis in den Adventskalender mit reinpacken. Die Nummer 7 enthält etwas Großes, The Ritual of Oat. Oat and Patchouli Foaming Shower Gel 50 ml. Das hört sich sehr orientalisch an und sieht auch so ein bisschen so aus, als würde das eher meinem Freund gefallen als mir. Ich glaube schon, aber ich rieche jetzt hier leider nichts raus. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ich mag das mit diesen Häuserchen und man hätte theoretisch auch die Möglichkeit, hier so ein bisschen zu spicken, ne? Wenn man hier so diese
man sieht ein bisschen, was von den Produkten drin hat. Oh ja, das ist eine ganz tolle neue Reihe. Glaube ich, dass die neu ist. The Ritual of Meer. Energize Your Soul. Body Mousse to Oil. Sweet Orange and Cedarwood. 30 Milliliter. Die habe ich letztens erst leer gemacht. Und das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Hat mir nämlich auch eine Beautybox mit drin. Wirklich auch für Weihnachten ein schöner Duft, weil du halt dieses süß-orangenmäßige hast und das ist sehr, sehr angenehm. Über was dürfen wir uns in der Nummer 9 freuen? Hier steht auf jeden Fall A Christmas Glow drauf. Irgendwas, was uns Glow gibt. Mal schauen. Passend, ja, richtig cool. The Ritual of Namaste Glow Radiance Anti-Aging Serum. Finde ich auch cool, dass wir hier Skincare mit drin haben. Ne? 10 Milliliter haben wir hier drin mit Saffronblume und Holy Lotus. Sehr interessant. Und wir hatten ja auch die Glossybox Sonderedition dieses Jahr gehabt, wo man auch diese Produkte von Rituals mit drin hatte. Sehr interessant. In der Nummer 10 befindet sich wohl ein Traumfänger. Da bin ich ja mal gespannt. Auch wieder so ein schöner Tannenbaum. Und hier haben wir drin The Ritual of Ying, Sleep Pillow and Body Mist. Ich liebe Sacred Wood in Lavender, 20 Milliliter. Ganz, ganz toll. Da habe ich auch noch eine Full Size von dem Backup von dieser Geschichte. Und das riecht so angenehm pudrig, gleichzeitig nach Lavendel. Also ein ganz toller Einschlafduft. Die Nummer 11. Aber man sieht wirklich nicht dieses Beleuchtete, ne? Ich habe die Beleuchtung an. Wenn ich so von oben reingucke, ich glaube, ich habe es echt falsch rum drauf gemacht oder so. Keine Ahnung. The Ritual of Hammam. A Purifying Ceremony for Body and Soul. Nourishing Shampoo. Schön. 50 Milliliter mit Arganöl und Shikakai ist das. Auch sehr cool. Das gefällt mir. Also wir haben ja wirklich einmal die von Kopf- bis Fußpflegereihe drin, ne? Ich mag Arganöl als Duft gerne. Halbzeit, die Nummer 12. Der dritte Adventssonntag. Hier haben wir Auris Mimosa als Duft mit drin. Das ist diese Duftkerze. Das riecht sehr orientalisch herb. Nach Sandelholz und Patchouli, ganz angenehm. Die Nummer 13 verspricht uns einen aufregenden, abenteuerlichen Advent. Und hier haben wir was für den Mann auf jeden Fall mit drin, ne? The Ritual of Samurai, ein Sport-Eis-Schauergel mit 70 Millilitern Organic Bambus und japanischer Minze. Ja, das ist so ein kühlendes Duschgel. Mag mein Freund nicht so gerne, aber ich weiß, dass der Mann von meiner Schwiegermama in Spee das sehr, sehr cool finden wird. Die Nummer 14, hier steht Winterhandschuhe drauf. Hier haben wir bestimmt so einen Peelinghandschuh drin, ne? Ja, okay, ist jetzt nicht so explizit ein Winterhandschuh. Kann man gebrauchen, verwende ich jetzt nicht so ultimativ, muss ich gestehen, aber ist auf jeden Fall ein okayes Füllprodukt, meiner Meinung nach. Haben wir aber jedes Jahr mit drin, oder? Die Nummer 15 möchte, dass wir nett zu unserer Haut sind. Ja, bin ich cool, ne? Hier haben wir von The Ritual of Ying, auch da gab es, glaube ich, von der Look Fantastic Beauty Box dieses oder letztes Jahr auch eine Sonderedition. Relax, ein Calming Foaming Showergel mit Sacred Lotus und Jojobe. 50 Milliliter sind hier drin. Das ist auch eine ganz tolle Unisex-Duftrichtung, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich habe nur bei diesen Rituals Duschschäumen immer das Problem, dass die mir so schnell leer werden. Wahrscheinlich, weil das so viel Spaß macht, die zu verwenden. Und dann nimmt man das bewusster wahr, wenn sie schnell leer sind, oder? Die Nummer 16. Okay, ja, wir haben hier eine Seife drin. The Ritual of Karma, eine Soap Bar, Holy Lotus and Organic White Tea, 25 Gramm. Ist okay, weil Rituals ja auch Seifen im Sortiment hat, dass es mit drin ist, aber das ist für mich auch eher so in der Kategorie Füllprodukt mit dabei. Die Nummer 17. Oh, schön, ja. Foam Fiesta, Foaming Shower Gel, The Ritual of Holy, Color Your World with Love, Flamingo Flower and Pink Grapefruit, 50 Milliliter. Ich weiß nicht, ob das hier ist oder ob das dazugehörige Eincremeschaumgedönsen ist, was mit Crackling ist. Aber ich glaube, hier steht nicht Crackling drauf, oder? Weiß ich nicht. Muss ich ausprobieren. Die Nummer 18 möchte uns Weihnachtsmagie geben und das macht sie als Start in die Weihnachtswoche auch tatsächlich. Da kriege ich jetzt ein großes Produkt raus. The Ritual... The Ritual of Karma. Do good and good will come your way. Karma, baby. Mild Body Scrub Paste. Schön mit Lehm und weißem Tee. 70 Milliliter sind hier drin enthalten. Klasse. Wirklich klasse. Und ich mag den Duft auch gerne. Gibt es überhaupt irgendeinen Rituals-Duft, den ich nicht mag? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde sie alle nehmen.
was wohl in der Nummer 19 drin ist. Es ist ja auch der vierte Adventssonntag. Spannung steigt. Jade Wine, also ja, Jadewein, okay. Eine Kerze. Oh, die riecht angenehm. Ein sehr, sehr erwachsener und schöner Duft. Mag ich gerne. Erinnert uns der 20. Dezember an, ihr müsst einen Tannenbaum holen? Habt ihr eigentlich Weihnachten einen Tannenbaum bei euch zu Hause oder nicht? Ich habe einen, definitiv. Ich finde, das gehört auch irgendwie zur Stimmung dazu. Wir haben überlegt, uns mal einen künstlichen zu holen, aber da ist mein Freund leider gegen. Hier habe ich von Rituals Tulip and Japanese Yuzu ein Body Mist Amsterdam Collection. 20 Milliliter sind hier drin enthalten. Ja, da sind wir wieder beim Thema Body Mist, ne? Ist nicht so meine Welt. Die Nummer 21 möchte uns die Magie von Neuanfängen zeigen. Bin gespannt, ob ich am 21. Dezember einen Neuanfang für mich haben werde. The Ritual of Sakura, Celebrate Each Day as a New Beginning, Magic Touch Body Cream. Schön. Ich glaube, eine Body Cream hatten wir auch noch gar nicht, ne? Nö. Rice Milk and Cherry Blossom, meine Lieblingsduftreihe mit 100 Millilitern. Das ist ein Träumchen. Darüber freue ich mich gerade sehr. Richtig cool. Oh, ich könnte mich in den Duft reinlegen. Auf die Nummer 22 ist wieder ein Tannenbaum. A Christmas Sparkle. Oh ja, Sparkle, ja, wow. The Ritual of Karma, Soul Shimmering Body Oil mit Holy Lotus and White Tea, 30 Milliliter. Für mich ist das eher so ein Produkt, was ich im Sommer anwende und weniger im Winter. Wobei, wenn du jetzt natürlich in Bezug auf Weihnachten denkst und dann so wie jetzt so ein Weihnachtspulli anhast, der so One Shoulder ist oder der so ein bisschen, oder ein Kleid oder sowas, ne, dann kann man sich das hier so auf die Schulter machen. Das sieht schon schön aus. Doch, das passt auf jeden Fall. Ich habe das jetzt mal ein bisschen mehr durchgeschüttelt, dann sieht man auch ein paar mehr Sparkles da drin. Doch, das ist cool. Die Nummer 23. Der Tag vor Heiligabend. Gut, das ist ein Pflege-Adventskalender. Hier wird Pflege drin sein. Wir dürfen uns also, upsala, nee, ich wollte schon sagen, vor Heiligabend nochmal pflegen. Aber Leute, hier ist ein Raumduft. Drin. Wie geil! okay, das ist Ritual of Ying. Geil. Wie viel haben wir hier drin? 50 Milliliter. Das finde ich ja schön. Hätte ich nicht mit gerechnet. Finde ich klasse, freue ich mich mega drüber. Da kann dann die ganze Wohnung nach Ritual of Ying zur Weihnachtszeit riechen. Ich freue mich. Was ist wohl in der Nummer 24 drin zu Heiligabend? Hier steht drauf A Dash of Elegance, also quasi ein Hauch von Eleganz. Aufmachen. Vielleicht ein Parfum. Au! Oh. Oh mein Gott, ja. Richtig geil. Das ist ein Eau de Parfum von Rituals und zwar das Refte Hanami mit 15 Millilitern. Das finde ich jetzt richtig cool, dass wir am Ende ein Parfum drin haben. Vor allem auch ein Frauenparfum, ne? Ich glaube, wir hatten sonst öfters mal in diesen 3D-Adventskalendern zum Ende hin ein Männerprodukt drin. Nö. Mega, freue ich mich. Das ist er nur gewesen, der Rituals 3D-Adventskalender. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist es laut Homepage so, dass der 2D-Adventskalender besser dasteht. Also, dass du quasi in Relation, ne, Preis und Wert mehr bekommst. Ich finde aber, dass die Produkte aus diesem Adventskalender viel brauchbarer sind, jedenfalls für mich. Ich freue mich viel, viel mehr drüber. Und nebenbei habe ich nochmal dieses Design mit dabei, was mich umhaut, was ich richtig schön finde und wo ich safe sagen werde, meine Mom wird sich hart freuen oder wem auch immer ich dann diesen Adventskalender schenken werde, weil das ist ein geiles, wiederverwendbares Design, oder? Werttechnisch liegen wir auch wieder gut da, es ist nicht so exorbitant krass hoch, aber wir bekommen halt gute Produkte dafür und ich würde sagen, das ist ein empfehlenswerter Adventskalender. Und wer Bock auf Rituals hat, kann sich das einfach mal anschauen. Ihr Lieben, das war es jetzt auch mit mir und diesem Video. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!